muss mal eben tief Luft holen. Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Radtute beim Clan Spätzle mit Soße. Allerdings noch mit dem Ratus 9 Account hier. Werde ich gleich mit rausgehen. Werdet ihr sehen, denn ich bin ganz gerührt von euch. Ich drehe ja immer meine Videos relativ tagesnah ab. Das heißt also, ich kann nicht großartig vorproduzieren. Ich bin ja auch nur ein normaler Mensch. Das ist mein Hobby hier. Und deswegen kann ich euch auch nicht so ultra viel Videos zeigen pro Tag, 2-3 Stück oder so. Das haut einfach nicht hin. Und ich war aber heute sehr, sehr überrascht, denn es hat, glaube ich, noch keins meiner Videos über 1000 Aufrufe an dem ersten Tag gebracht. Das ist für mich ein Wahnsinn, kann ich euch sagen. Und der Wahnsinn geht einfach mal weiter, denn ich habe euch ja eine Frage gestellt. Auch das ist immer ein bisschen schwierig für mich, manchmal so ein bisschen so eine Art Motto zu finden. Aber ich habe das Motto gefunden heute Abend, denn manchmal kommt das Motto auch aus den Clans raus, wo ich ja zurzeit bin. Im Moment bin ich mit dem Alex hier auch bei Spätzle mit Soße, aber da gehe ich gleich raus. Ich gehe nämlich zu euch. Und deswegen hat mal jemand die Frage gestellt, geht eigentlich jede Kombination, also an Truppenkombis, CK-Kombis, mit jeder Rathausstufe? Weiß ich nicht. Habe ich ganz klar gesagt. Ich habe ganz klar gesagt, diese Kombi hier, die ich hier im Moment an den Tag lege, die geht, glaube ich, zweiter Klick. Sind wir ehrlich, der hat keine aktive Queen. Wir wollen es auch realistisch machen. Der hatte jetzt keine Queen. Und der hat immerhin eine Queen hier. Aber auch so ein dickes Ding. Ihr wisst, dass ich mit dem Account hier nichts mehr brauche, außer CK-Sterne. Er hat die X-Bogen auf Luft, das ist in Ordnung für uns. Er hat ziemlich weitreichende Luftabwehren. Ich hätte fast mal gesagt, den nehmen wir mal mit. Also ihr seht hier meinen Alex-Account. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den nicht mal irgendwann mal umbenenne. Denn ich hatte es eigentlich mal vor, aber so ein bisschen... Der Alex ist mir auch ans Herz gewachsen. Mensch, es ist mein Sohn. Und er hat diesen Account ja letztendlich großgezogen. Deswegen soll er ihn auch vom Namen her immerhin behalten. Ich weiß ja, was dies 360 hier bedeutet. Für ihn auch vor allen Dingen. Und deswegen tue ich mich total schwer, den hier mal umzubenennen. Denn niemand identifiziert mich hier natürlich so als Toto. Der Toto kommt in Clan. Nee, es ist ja der Alex360. Wer ist denn das? Ja, den kennt überhaupt keiner. Und aber man sieht natürlich schon, dass ich ein wenig nettere Truppen habe. Mal gucken, ob die Queen nicht hier in die Base reingeht. Ja, sie geht in die Base rein. Das ist super. Oh nee. Oh, Mauerbrecher fehlt. Das gibt es dann beim Toto auch eher super selten. Deswegen muss ich hier jetzt doch mal. Ich muss doch mal mit dem Dicken rein. Aber wir haben schon mal zwei Luftabwehren. Wir haben die Queen. Wir haben schon mal ein bisschen was geschafft. Ist die Base echt so schlecht? Das ist doch eine Max RH9 Base. Aber guckt euch die Kombi an. Ich habe die Kombi ja in meinen Livestream-Videos mal kennengelernt und auch ein bisschen lieben gelernt. Also ich habe die geübt bis zum, ich will nicht sagen bis zum Umfallen, aber ich habe sie schon geübt. Sag mal, wie lange braucht denn der King dafür eine Mauer? Gottes Willen. Naja, egal. Wir nehmen auf jeden Fall unsere Queen. Ja, wir nehmen ruhig unsere Queen nochmal in Rage hier mit dem King. Für den gegnerischen King. Und ich habe die geübt bis zum Umfallen. Also wie gesagt, diese Kombi. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Kombi... Ich glaube, jetzt habe ich gleich so ein bisschen Zeitdruck. Deswegen müssen wir hier, glaube ich, jetzt doch mal unsere Truppen setzen. Sind wir ehrlich, ich meine, das war eine Maxed Out Base und ist das da alles leer? Ich glaube, die X-Bogen sind sogar leer. Okay, das habe ich jetzt nicht geblickt. Sorry, Leute, da sind nur die paar Teslas gerade mal so aktiv. Und naja, okay. Aber ihr könnt euch so eine Kombi wegschreiben. Jetzt schaffen wir diese Base nicht mal ganz. Los, macht die ganzen Lager hier.
die drei noch, die noch, die noch. Na komm, 100%, das müssen einfach 100% werden in den paar Sekunden. Nein. Okay, wir lassen dem Gegner die 97%. Ist egal, aber diese Kombi hier rockt, kann ich euch sagen. Ihr könnt sie auch im kleineren RH9 Level benutzen, denn ich benutze sie im Moment auch mit dem Schief. Ich übe wie ein Blöder. Ich weiß auch, dass ich fehle wie ein Blöder, aber das ist nicht schlimm. Aber dass sowas auch im Klarkrieg funktioniert, das könnt ihr euch aus dem letzten Mal anschauen. Ja, und im letzten Klarkick habe ich mir diesen Zähler hier vorgenommen. Und warum habe ich es eigentlich gemacht? Also, ich habe auch eure Zuschriften gesehen. Ich weiß. Ich kann mich nicht teilen, Leute. Ich kann nicht in alle eure Clans kommen. Mit dem gehe ich jetzt auch raus. Das heißt, ich bin mit drei aktiven Accounts hier irgendwo bei euch in den Clankriegen, mit in den Clans. Ich kann mich nicht teilen. Ich freue mich total auf oder über eure Anschriften und Zuschriften. Kommt zu mir, kommt zu uns. Ich würde es alles machen. Ich kann mich nur nicht teilen. Aber warum habe ich diese Base hier gemacht? Das ist so ein bisschen für die RH9-Taktiker hier. Weil natürlich die beiden X-Bogen, ihr seht das hier, man muss auch mal ein bisschen so eine Base analysieren. Auf Boden stehen, die Clan-Bo kommt mir sofort entgegen bei meiner Queen. Und dann schauen wir mal, wie ich sowas hier gelöst habe. Also wie gesagt, es ist nicht, ihr müsst hier nicht 30er Helden für haben. Es vereinfacht die Sache schon ungemein. Das ist keine Frage. Aber ich habe mich so ein bisschen auf diese Kombi hier versteift mit zwei meiner RH9-Accounts. Ihr wisst, mit dem Donnerbengel habe ich ja am Wochenende auch im Clankrieg exakt mit der gleichen Armee angegriffen. Und ich muss sagen, wer es ein bisschen kann und wer die Muße hat, das auch so zu machen, je nachdem, wie man auch die Truppen setzt. Ich setze hier zum Beispiel mal meinen Babydrachen nicht für einen Funnel, sondern ich benutze den Babydrachen jetzt ausschließlich, um hier die Masse der Welpen wegzumachen. Damit ist er schon mal weg, aber ich benutze jetzt einfach mal meinen King, um den weiteren Funnel für die Queen vor allen Dingen zu schlagen. Denn der Queen Walk oder der Queen Charge, so heißt er im Englischen, ist schon sehr, sehr wichtig hier in diesem Bereich. Und man darf da auch nicht zu nervös sein. Ich bin es auch immer noch. Ich meine, hier ballern jetzt gerade zwei X-Bogen auf mich. Die Queen wird immer hochgeheilt. Ja? Eine Luftabwehr links, rechts weg, eine links weg. Der King geht hier auch noch gut durch, zieht einfach so ein bisschen Defense, macht einfach ein paar Gebäude. Und dann geht das von hier oben mit Luft rein, mit zwei Hunden, einen Max-Hund und einen von mir. Die Queen wird jetzt allerdings das nicht mehr ganz schaffen. Das macht aber nichts, denn das Restgeschäft hier sollen tatsächlich die Loons machen mit den Lavahunden, also ein Max-Lavahund in der Clanburg. Der muss auch nicht Max sein. Ich habe heute auch mit dem Chief so ein Dreier hier geholt, wo ich mal, ich glaube, ich hatte einen Hund auf Level 3 oder auf Level 4. Das reicht vollkommen. Ihr seht das hier, wie weit die hier durchgehen und wie OP wirklich im Moment so ein bisschen die Lufttruppen sind. Ich vermisse die Lufttruppen hier so ein bisschen bei uns im Clan, im Rathaus 9er, 10er, 11er Bereich. Haben wir heute Abend mal darüber diskutiert, finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Hier wird im Moment viel über solche Sachen gesprochen. Und ich habe einfach mal in den Raum geworfen, Leute, ich vermisse einfach viel zu wenig von euch auch auf Rathaus 9, auf Rathaus 10, auf Rathaus 11 im Luftbereich. Vieles wird echt mit Boden gemacht. Riesenhexenbowler, aber kaum jemand, den ich mal sehe, der so ein bisschen Killscott macht. Wir schaffen mal ein bisschen was, gehen danach mit Luft rein. Und aber dass Lufttruppen nach wie vor OP sind, das steht außer Frage. Aber ich glaube nicht, dass man mit jeder Kombination, die man auch so ein bisschen im RH9-Bereich macht, vielleicht sogar schon im RH8-Bereich, aber gut, da hast du jetzt noch keinen Lava-Hund, da hast du keine Queen. Also doch eher 9er, 10er, 11er Bereich, 12er, weiß ich es gar nicht. Habe ich heute Abend auch getippt. Ich habe gesagt, 10er geht noch, 11er, 12er, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Also Lufttruppen im 8er Bereich sind immer noch sehr, sehr beliebt. Keine Frage, das kennt ihr auch von euren R8 Accounts, die ihr im Clan habt oder die ihr selber bespielt. Und der Kompi hier, Gompi. Der Gompi hier ist ein Twink von unserem Matze, von unserem Swash. Ich will nicht sagen, er hat es mal ein bisschen gezeigt, aber er hat schon ganz klar gesagt, weil hier ein oder zwei Fails drauf waren auf diese Base,
wenn ihr die Truppen so oder so setzt, dann guckt mal, dass ihr nicht alles auf einmal setzt. Haut die Loons schön spät raus. Das hat er hier gemacht. Denn die fliegen erstmal jetzt nicht mehr ganz so geschützt von den Drachen, aber sie fliegen hier schön durch diese Base und können sich eine Verteidigung nach der nächsten schnappen. Die hat ein bisschen Glück gehabt, dass jetzt nämlich die Masse an Drachen hier reingeht und auch die Luftabwehr machen. Es ist nicht ganz einfach. Der Feger steht hier natürlich suboptimal für diese Base hier. Aber ich glaube, das hat er ganz gut gemacht. Und entschuldigt bitte. Ich bin auch vom vielen, vielen Quatschen, nicht nur hier in Clash of Clans, sondern auch beim Diskutieren. Ich war heute ein paar Stunden in Discord. Ich habe etliche Stunden natürlich auf der Arbeit wieder vertelefoniert, verlabert. Von daher seht mir das ein bisschen nach. Und ihr müsst mir das auch nachsehen, dass ich euch nicht so super viel von meinem Content zeigen kann. Denn ich glaube, Clankriege, coole Taktiken, gute Taktiken, andere Taktiken, auch wenn das mal ein Drachenangriff ist hier. Es ist ein Drachenangriff auf einem Max RA9 Base von der Defense her. Mauern beim Drachenangriff sind eh hinne, egal ob die schwarz oder blau sind oder lila. Aber ich glaube, das ist im Moment das, was ich euch so ein bisschen bringen kann. Und ich hoffe, das gefällt euch auch so ein bisschen nach wie vor. Ich weiß es nicht. Ich kann es ganz, ganz schlecht fassen. Ich bin im Boost von dem kleinen Clash of Clans Hype, den ich hier im Moment erlebe. Und ich kann mich einen ganzen Tag hinsetzen und kann eigentlich Clash of Clans für euch bringen. Aus ganz, ganz vielen CKAs, aus den Events. Wir werden auch wieder Events spielen. Ihr wisst, dass es in den nächsten Clanspielen richtig nette Rewards gibt. Es gibt das Universalbuch, so munkelt man. Ganz offiziell ist er noch nicht. Und es gibt auch ein Heldenbuch. Also von daher seid gespannt, was wir dort machen. Ich werde dort auch wieder ein bisschen was machen. Vielleicht auch mal ein bisschen was mit einer anderen Armee. Und hier haben wir mal jemanden neuen bei uns im Clan. Es ist der Chris, der ist noch nicht so lange bei uns. Und das ist Rathaus 11 auf Rathaus 11. Ja, wir haben auch da selber so ein bisschen bei uns im Bereich gearbeitet. Also immer mal wieder so ein bisschen, immer mal wieder so ein bisschen optimiert. Wer kann eigentlich was? Wer kann eher so ein bisschen dippen, weil das Rathaus 11 noch nicht so groß ist? Wer schafft auch mal ein Rathaus 11? Das ist jetzt, ich sage es auch sehr, sehr häufig, das ist zwar ein Rathaus 11, der hat nicht so wirklich Rathaus 11 Defense, aber er hat einen Adler. Er hat zwei aktive Spulen hier unten, also die nicht die Tesla-Spulen, sondern die Inferno-Spulen. Und von daher ist das auch, viele haben auch bei uns heute Abend im Clan mal gesagt, ja, ich habe ja jetzt nicht so den Stärksten angegriffen, weil ich ein bisschen dippen musste. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da seid ihr mir, ich nenne es auch sehr, sehr häufig, d'accord. Drei Sterne. Ich meine, das ist 5 auf 6. Das ist jetzt nicht so super toll. Von den Austrian Lords. Austrian Lords, das war unser Clan-Kriegsgegner hier. Grüße gehen nach euch raus. Mal sehen, ob ich gleich bei euch kurz mal in den Clan komme. Ein kurzes Interview mit euch führe, denn ihr habt ja gegen uns gebettelt hier. Also wir haben dieselbe Sprache gesprochen, auch wenn das, glaube ich, die Kollegen aus Österreich sind. Und deswegen versuche ich gleich bei euch kurz mal reinzukommen. Wenn mir das nicht gelingt, dann bin ich sicherlich woanders. Und auch ein bisschen woanders, das muss ich gerade abwürgen, sonst hätte ich euch zu viel verraten. So ein bisschen woanders bin ich ja auch hier bei dem Angriff von Swash. Wir haben den ein bisschen durchgesprochen. Also auch das kommt hier mal vor, dass wir hier so in den späten Abendstunden kurz mal so Angriffe durchsprechen. Toto, was kann ich machen? Ich bin auch kein Heilsbringer. Ich kann auch nur kleine Tipps und Tricks geben, wie ich es vielleicht machen würde. Und das ist ja nie so die Heillösung. Das habt ihr in dieser Woche gesehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe gesagt, du pass mal auf, bring mal ein paar Valkyren hier in die Clanburg. Vielleicht packen die da hinten Inferno und die Queen. Denn eigentlich gehen natürlich Valkyren auf Helden. Okay, den Warden haben sie auch noch nicht runter. Das ist ja die Warden-Statue, dann letztendlich, die hier so ein bisschen Pik-Pik-Schaden macht.
aber er schafft hier doch schon relativ viel. Und was jetzt passiert, habe ich auch nicht gedacht. Deswegen schafft man eigentlich jedes Rathaus mit jeder Kombi. Ich meine, der Swash ist ja ein Rathaus 12 mit Maxed Elektrodrachen hier. Und ja, ich habe auch nur gedacht, okay, gegen den Feger, das ist schon mal scheiße. Ja, aber naja, irgendwo und auch Single Infernos. Und er nutzt immer den Clone Spell. Finde ich total geil, dass er den Clone Spell nach wie vor so easy hier einsetzt und so nach dem Motto, den muss ich einfach haben. Und der ist auch nicht schlecht. Ihr seht das hier. Der hat sich nochmal so ein paar Loons hier reingemacht. Beide Infernos jetzt down. Und jetzt guckt euch die Babydrachen. Die Elektrodrachen hier an. Also 12 auf 11. Unschlagbar. Unschlagbar. Was hier noch über ist, und wenn die einmal ablassen und wie spät auch den Warden zündet, ich meine, bei, das waren glaube ich gerade bei 85% erst den Warden gezündet, Hammer, echter Hammer. Und von daher, er war sich sehr, sehr unsicher, was er eigentlich macht, aber sind wir mal ehrlich, so eine OP-Truppe, die hätte auch einfach so in die B schicken können. Also Luft ist schon sehr, sehr stark, sehr, sehr stark zur Zeit. Wir haben im Moment, ich hätte fast gesagt, wir haben ja schon gewonnen. 59 gegen zu 50. Der Gegner hat also noch irgendwo einen Stern rausgeschnappt. Okay, der erste auf die Laura mit 2 Sternen. Ah, das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, der Doc hat hier heute auch gut zugeschlagen. Einmal mit Heiler, einmal ohne Heiler. Zwinker, Zwinker, liebe Grüße an dich, Chef. Und ich versuche jetzt mal in den Clan Ausgang Lords reinzukommen, denn ich gehe mit diesem Account hier jetzt aus diesem Clan raus. Wir haben ja letztendlich hier alles gemacht, oder noch nicht? Ah doch, wir haben alles gemacht. Wir haben zwar keine 100% mit dieser Kombi hier gerissen, aber das ist nicht so schlimm. Ich fordere hier jetzt mal noch nicht, sondern ich fordere mal meinen neuen Clan. Also hier gehe ich erstmal raus, mal sehen, ob ich bei den Austrian Lords kurz mal landen kann. Ich gucke einfach mal, ich pinne mir die mal in die Bookmarks, gucke mal, ob ich beim Gegner Clan reinkomme. Ich glaube nicht, dass sie mich kennen. Und wartet mal eben. Ich versuche da mal reinzukommen. Social, Join Clan, Bookmarks. So, wo sind sie? Da sind sie. Hallo. Jetzt schauen wir mal. Hallo, würde gern ein CK mit euch spielen. Oh, nicht spielen. Punkt, Punkt, Punkt. Grüße Toto, sage ich jetzt mal nicht danach. Mal sehen, ob die mich hier aufnehmen. Na, ich glaube mal nicht. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Man hat mich hier aufgenommen. Ich finde es total nett. Und danke für den coolen Clankrieg. Ich bin immer fair zum Gegner auch. Und von daher würde ich hier, glaube ich, erstmal Clankrieg mitspielen. Es sei denn, die kicken mich gleich wieder raus. Ich werde mich jetzt kurz vorstellen. Also schon mal vielen lieben Dank. Ich hoffe, die Folge hat euch auch aus diesem Bereich gefallen. Also wir haben mal ein bisschen Neuner gesehen. Vor allen Dingen, ihr wollt ja ein bisschen mehr Neuner-Content, glaube ich, haben. Aber ich habe hier noch andere Rathäuser. Und mit dem Avatar bin ich unterwegs, mit dem Chief bin ich unterwegs. Lasst euch also überraschen. Ich kann mich bei euch vor allen Dingen nur bedanken. Super Sache. Und wir sehen uns sicherlich in den nächsten Tagen. Oder hören uns. Ja, bis dahin. Euer Toto. Clash.